Fertig damit. Hey Leute, ich war im Internet, ich habe mir was Kleines bestellt. Ja, ihr könnt schon mal raten, was es ist. Ich glaube, ihr werdet es denken, es ist auf jeden Fall was Neues von Taxas. Okay. Ja, ich glaube, ab hier sollte schon den meisten klar sein, was, um was es sich handelt. Es ist der neue Maxlash, der 6S. Wir werden ja gleich einen Vergleich machen mit dem kleinen Slash und mit dem großen Slash jetzt. Und auch einen größeren Vergleich mit dem UDR machen. Da ist er. Also ich habe mir noch ein paar Sachen dazu bestellt. Und zwar Bluetooth-Modul und ja, Handyhalterung für die App dann. Das schmeißen wir da drauf. So. Das ist er. Maxlash, ich habe ihn mir nicht in Blau bestellt, ich habe ihn mir auch nicht in Rot bestellt und ich habe ihn mir auch nicht in Rock'n'Roll bestellt, sondern in Grün habe ich ihn mir bestellt. Wir machen jetzt aus. Einmal. Ja. Halt schrumm. So. Auf und wir sehen schon das Heck. Das ist er. Endlich. Hier einmal noch Anleitung, Aufkleber und so weiter. Eine kleine Besonderheit, die das Modell hat, beziehungsweise Verpackungsbesonderheit, ist, dass die Funkfernbedienung nicht mehr da drin ist. Diese befindet sich nämlich, nicht wundern, im Fahrzeug. Also Funkfernbedienung, Teile und so weiter. Und hier ist er. Stellen wir mal auf die Bühne drauf. So. Ich habe ihn mir in diesem Giftgrün bestellt. Ich fand die Farbe einfach super im Vergleich zu den anderen. Bei Blau habe ich ja schon, Rock'n'Roll habe ich schon. Und das Rot, das hat mir eigentlich irgendwie nicht so ganz gefallen. Deswegen habe ich ihn mir in Grün bestellt. So sieht er von vorne aus. So von der Seite. So von hinten. Super gelungen, finde ich, das Design. Allradantrieb. Dann haben wir von innen eine Verstrebung zur Stabilisierung von der Karosserie und Clipless. Auch eine Besonderheit ist die Löcher hinten in der Karosserie, die sind für den Fahrtwind und für die Kühlung. Dass der Fahrtwind, der sich unter der Karosserie gesammelt, doch einen Weg raus hat. Das ist Motor, Akkufach, Steuergerät, so wie wir es halt üblich von Taxas kennen. Super geiles Teil. Passend zur Farbe sind die Dämpfer auch in Grün. Das ist wie beim X-Max, da haben wir auch die blauen Dämpfer zur blauen Karosserie. Genau. Wheelie Bar. Nachgröße, dann vergleichen wir ihn jetzt
mit dem alten Slash. Was wir sehen, ist natürlich ein deutlichen Größenunterschied. Also wirklich deutlich größer. Hinten hat sich von Design her nicht viel getan. Es ist halt nur größer geworden. Und er hat eine Wheelie-Bar bekommen. Ist halt ein Slash, einfach nur in viel größer und mit mehr Leistung. Mit dem richtigen Ritzel geht der 110. Bei dem hier, der ist getuned, da weiß ich nicht, wie schnell er geht. Da habe ich nämlich auch kein Bluetooth oder GPS oder sonstiges verbaut, mit dem ich es messen könnte. Genau. Lichtset für den gibt's mittlerweile. Das wird wahrscheinlich das erste Umbau sein, wahrscheinlich auch der einzige Umbau, den ich an dem Fahrzeug machen werde. Und Ritzel eventuell noch ändern, dass er die 110 läuft. Kommen wir zu den Reifen. Die Reifen sind viel härter geworden. Viel härter, wenn die schön weich sind, die kann man schön zusammendrücken. Die Reifen sind sehr fest. Genau, kommen wir zum Innenleben. Gut, das kann man jetzt mit dem nicht vergleichen, da Heckantrieb ist und der Allradantrieb. Da ist der alte Slash 2 WD von innen. Und das ist der neue mit Allrad. Wie gesagt, clipless. Der hat Clips. Der Motor ist größer geworden. Hier das auch größer geworden. Natürlich alles größer geworden. Und eigentlich fast genauso groß wie der UDR. Wenn wir das jetzt mal vergleichen, den stellen wir dann mal weg. Und nehmen uns den UDR. Von der Größe her eigentlich. Ich sag dasselbe, gut, der UDR ist ein bisschen höher, er ist ein bisschen niedriger, aber eigentlich fast selbe Größen, also eigentlich ist es selber Maßstab. Genau. Wir werden dann nochmal ein Video dazu machen, wie er fährt. Das war jetzt erstmal unser Unboxing und bis bald.